Hallo YouTube und jetzt willkommen zu einem neuen Part von Mass Effect 2. So, ja, wir sind in der letzten Folge auf einem Kollektorschiff gewesen, haben da gewaltig was eingesammelt und jetzt würde ich noch gerne mit Kelly quatschen. Ich habe mir große Sorgen gemacht, als sie auf dem Kollektorenschiff gefangen waren. Zum Glück war Edie da. Das klingt nach mehr als rein beruflicher Sorge, Kelly. Sie sind mehr als nur mein Commander. Sie sind ein Freund. Edie hat sie zu mir zurückgebracht. Wenn sie einen Körper hätte, würde ich sie umarmen. Ich stehe direkt hier. Wo ist meine Umarmung? Willkommen zurück, Sir. Wie auch immer, wie kann ich Ihnen helfen, Commander? Gibt es etwas, das ich wissen sollte? Sie haben ungelesene Nachrichten auf Ihrem privaten Terminal. Samara würde gerne im Beobachtungsbereich auf dem Crewdeck mit Ihnen sprechen. Noch etwas, Commander? Haben Sie mal einen Moment Zeit? Für Sie habe ich immer Zeit, Commander. Ich gehe besser. Okay, vielleicht reden wir später miteinander. Na klar, wir reden. Gut, schauen wir uns erstmal die Nachrichten an. Ungelesene Nachrichten, sie sind zu klein. Was? What the fuck? Ich würde sagen, das ist Spam, oder? Okay. Interessant. Danke. Aha. Mhm. Okay. Ich habe gerade keine Ahnung, wie das geschrieben hat. Han Ular, weiß ich nicht mehr. Detektiv Anaya. Okay. Mhm. Alles klar. Alles klar. Also diese Nachrichten sind zum Großteil echt Waste. Aber ich mag jetzt hier erstmal ganz kurz zu den Upgrades schon. Ich habe offscreen ein bisschen gesammelt. Das ist echt nervig, Leute. Kein Witz. Schauen wir uns mal an. Sturmgewehrpräzision. Ah, okay. Braucht ein Sturmgewehr. Alles klar. Gut, was haben wir für Prototypen? 9 Stück. Nichts Interessantes. Und Panzerung-Upgrades. Interessiert mich nicht, interessiert mich nicht. Das ist tatsächlich interessant, Platin. Notfallschilde. Das ist so ultra teuer. Okay. Mhm. Das wäre durchaus eine Idee, oder? Komm, das nehmen wir. Das war jetzt echt schweineteuer. Aber ich glaube, das war es wert. Mhm. Ein Schadensschutz-Upgrade. Ach, da hätten wir noch einen Schadensschutz. Ja, klar. Nehme ich auf jeden Fall mit. Biotischer Schaden. Ja, nehmen wir mit. Was haben wir noch? Medigel-Kapazität. Ja, das ist jetzt biotische Abklingzeit. Das
ist tatsächlich auch gut. Das ist eh alles Element Zero. Komm, nehmen wir mit. Wir kaufen gerade ein. Redundanter Feldgenerator. Schild-Upgrade. Wenn Shepard Schilde zusammenbrechen, werden sie manchmal sofort vollständig wiederhergestellt. Ja klar, nehme ich mit. Da haben wir eh so viel Kohle. Also was wir hier jetzt alles schon haben. Die biotische Abklingzeit, das wird tatsächlich... Zwei Sachen werden tatsächlich interessant, nehmen auch noch mit. Ich kauf ein, wir haben's ja. Und was war hier bei Tech-Dauer? Ach komm. Schade, dass man da immer rausfliegt. Die würde ich gerne nehmen, aber ich weiß es gerade nicht. Prototypen war mir egal, hier gab es auch nichts, was mich interessiert. Panzerbrechendes Präzisionsgewehr. Kann ich eh nicht. Sollen wir es noch mitnehmen? Ach komm, das nehmen wir jetzt noch mit. Ah, können wir eh nicht. Können wir eh nicht. Das können wir auch nicht. Da haben wir schon reingeguckt. Bei den Prototypen hat uns nichts interessiert. Alles klar. Oioioioioi. Gut, Samara. Die wollte doch mit mir quatschen. Aber das war jetzt echt teuer. Aber ich glaube, das war's wert. Also gerade die Sache mit den Schilden, das habe ich jetzt schon öfters gesagt. Hey, meine Schilde brechen so schnell zusammen. Und da muss man halt mal ab und an ein bisschen investieren. So, du wolltest mit mir reden. Ich bin froh, dass Sie gekommen sind. Ich muss Sie um Hilfe bitten, das fällt mir nicht leicht. Schon in Ordnung. Sagen Sie mir einfach, was Sie brauchen. Als wir uns auf Ilium getroffen haben, habe ich Ihnen von einer sehr gefährlichen Person erzählt, die ich verfolge. Mit den Informationen, die Sie beschafft haben, ist es mir gelungen, Sie ausfindig zu machen. Sie nennt sich Morinth. Ich möchte Sie festnehmen, bevor sie ein weiteres Mal verschwindet. Sagten Sie nicht, Sie hätten Ihre Spur nach unserer Mission aufgenommen? Ich weiß, wo sie ist. Jetzt. In einem Monat kann sie wieder weg sein. Es ist die beste Gelegenheit, die ich je hatte. Wo ist sie? Omega. Ein Nachtclub namens Afterlife. Scheint mir für sie ein perfektes Jagdgebiet zu sein. Wie wichtig ist das? Sie zu töten ist seit 400 Jahren meine Aufgabe. Es ist das Wichtigste in meinem Leben und der Grund, warum ich Justikarin geworden bin. Erzählen Sie mir von ihr. Sie ist eine Adat Yakshi. Das Wort entstammt einem toten Asari-Dialekt. Es bedeutet Dämon der Nachtwinde. Aber das ist nur Mythologie. Sie ist ganz einfach eine überaus gefährliche Frau, die ohne jede Gnade tötet. Eine Adat Yakshi ist also eine besondere Art von Mörderin? Morinth leidet an einem seltenen Gendefekt. Wenn sie sich paart, gibt es kein sanftes Verschmelzen der Nervensysteme. Sie überwältigt das des Partners, verbrennt es. Es kommt zu Blutgerinnseln im Gehirn. Am Ende steht eine geistlose Hülle, die kurz darauf stirbt. Warum wird das in der Literatur oder Kunst der Asari nie erwähnt? Als wir noch primitiv waren, waren alle von den Adat Yakshi fasziniert. Einige Kulturen verehrten sie als Götter der Zerstörung. Heute haben die Asari ihren Platz in der Galaxie und wollen nicht, dass dieser Defekt allgemein bekannt wird. Soweit ich weiß, existieren heute nur noch drei. Zwei leben völlig zurückgezogen. Die dritte ist geflohen. Morinth. Sie ist geflohen und ich habe geschworen, sie zu töten. Ich kann ihr nicht verdenken, dass sie geflohen ist. Ihre Flucht war ein Beweis ihrer Sucht. Sie vertrat dabei keinen moralischen Standpunkt. Sie wollte einfach nur weiterhin töten. Sie ist eine tragische Gestalt, aber keine, die Sympathie verdient. Kann sie nicht darauf verzichten? Jede Begegnung verleiht ihr Stärke. Der Effekt ist wie eine Sucht. Je öfter sie es tut,
desto größer ist der Drang danach. Sie wird damit nie aufhören. Sie kann es gar nicht. Sie jagen also Asari nur, weil sie mit einer bestimmten genetischen Disposition geboren wurden? Sie kommt im Erwachsenenalter zum Ausbruch und wenn eine Asari damit diagnostiziert wird, erhält sie die Möglichkeit, zurückgezogen und bequem zu leben. Wenn sie sich weigert, beweist das ihre Sucht nach der Ekstase beim Töten eines Sexualpartners. Für so jemanden gibt es keine Erlösung. Diese Sache verlangt ganz eindeutig ihre volle Aufmerksamkeit. Sie verwirrt ihre Opfer, manipuliert ihre Gefühle. Sie tun dann alles, um ihre Gunst zu erringen. Wir müssen sie aufhalten. Danke, Commander. Ich kann Ihnen gar nicht sagen, was das für mich bedeutet. Da ist noch etwas, diese Kreatur. Dieses Monster. Sie ist meine Tochter. Sie sagten, es sei genetisch. Wie viele Kinder haben Sie denn? 3. Und es gibt derzeit 3 Arat Yakshi. Es ist genauso, wie es sich anhört. Morinth war immer die Wilde. Sie war glücklich und frei, aber auch egoistisch. Ich kann mir gar nicht vorstellen, wie das für sie sein muss. Ich will kein Mitleid, Shepard. Ich nehme es nicht an. Der Zustand meiner Tochter ist meine Schuld. Und meine Sühne dafür besteht darin, sie zu töten. Sie sollen mich nicht bemitleiden, sondern einfach meine Lage verstehen. Wie ist das alles geschehen? Ich war in meiner Jugend ständig unterwegs, auf der Suche nach Abenteuern. Ich habe Leute getötet, mit ihnen geschlafen oder einfach ganze Nächte durchgetanzt. Ich habe viel gelernt, viele Erfahrungen gemacht. Und dann begann meine matronale Phase. Ich konnte mich endlich zurücklehnen, mich sonnen und meine Familie genießen. Aber in einem einzigen Moment wurde mir all das genommen. Das klingt schrecklich. Ich saß in einem medizinischen Labor und ein kurzsichtiger Arzt redete auf mich ein. Und ich lernte, dass nichts so war, wie ich es mir gedacht hatte. Ich gab alle meine Besitztümer auf. Mir gehört nichts. Und ich erstrebe nichts. Alles, was ich weiß, wird mit mir sterben. Und jetzt besteht mein Lebensziel darin, meine eigenen Kinder zu vernichten. Solche Momente verändern einen. Und ich habe noch Jahrhunderte vor mir, in denen ich damit leben muss. Ich rede zu viel, verzeihen Sie. Helfen Sie mir, meine lange verschollene Tochter zu finden und sie zu töten. Wir werden Morinth finden. Okay, das ist mal drastisch. Gut, dann gehen wir noch deine Tochter töten. Alles klar. Gut, bin überredet. So, nehmen wir eine Mission an. Aber welche? Die Tochter töten? Schauen wir mal, was für Mission haben wir? Tagebuch. Ja, Zitadelle. Tali! Ja. Und bla bla bla. Gut. Dolensystem. Alles klar. Machen wir. Keine Nachrichten für Sie, Commander. Gut, gut, gut. Holen wir uns noch Tali. Oder fangen wir zumindest damit an. Massenportal. Ach, mal, wie viel habe ich denn eingekauft? Wo ist es denn? Jack helfen. Mann, wo ist es denn? Abgestürzter Tali rekrutieren. Da hinten ist es. So. Ja, machen wir das schnell. Tali rekrutieren. Na, ist wenigstens nicht. Wenigstens nicht weit. Gehen wir gleich drunter. Und drop.
Dann sind wir bald mit der Rekrutierung auf jeden Fall durch. Ja, die Gefallen für meine Leute, die will ich auch noch durchziehen. So. Hinzufügen. Hinzufügen. Ja, ja. Ui, ich habe neue Punkte. Genau. Das hier will ich haben. Haben wir das auch mal. Auch voll. Perfekt. Miranda. Jacob. Beide bei 1. Das ist okay. Und... ja, Ben. Ein Käfer. Ein Zerg. Shepard, unsere Daten besagen, dass sich Tali irgendwo in diesen Ruinen aufhält. Die Geth-Aktivität ist hoch und es besteht Gefahr durch die Umwelt. Die Solarstrahlung hat die schützende Magnetosphäre von Haystrom enorm geschwächt. Direktes Sonnenlicht wird ihre Schilde beschädigen. Geil. Das heißt, ich muss im Schatten bleiben. Ach, das ist doch schwul. Jetzt haben wir hier so eine Vampirmission. Und nicht nur so ein bisschen, Leute. Leck mich am Arsch. Habt ihr das gerade gesehen? Die Strahlung ruiniert meine Schilde. Ja, wir nicht nur deine. Die direkte Sonneneinstrahlung vermeiden. Alter Schwede. Das ist heftig. Das ist richtig heftiger Shit. Da ist eine Tür. Untersuchen. Okay, irgend so ein Admiral der Migrantenflotte hat das deaktiviert. Alles klar. 3000 Credits, nehme ich mit. Gut. Ein Medgel. Ah, Munition haben wir genug. Und sonst gibt's ja auch nichts mehr. Oh, wir müssen Tali retten. Sie hat irgendwelche Daten. Sie ist die Einzige, die zählt. Alles klar. Kennen wir. Ja, super. So. Jetzt kommt's. Laden wir mal nach. Aber meine neuen Schilde scheinen nicht so, als würden sie wirklich viel bringen. Jetzt kann mir nichts was anhaben. So. Voll im Der ist Ziel. Tot. Der ist auch tot. Einer ist noch irgendwo. Einer will noch sterben. Gut, er wollte sterben, er ist gestorben, er hat gekriegt, was er wollte. Ist doch super, wenn... Jetzt kann mir nichts was anhaben. Wenn alle glücklich und zufrieden sind. Ach, da sind noch mehrere. Aber wo? Ah, machen wir das mal so. Okay, hier irgendwo oben ist er. Da ist er. Aber Barriere aktiv. Den sehe ich ja niemals von hier. Huhu. Ja gut. Dann halt nicht. Munition liegt ja auch keine mehr. Dann nehmen wir uns die hier. Ich hätte den Kerl jetzt oben gerne gekillt. Aber gut, ist wohl nicht drin. Wir bleiben im Schatten. Geil. So gut gemacht, Miranda. Die Feinde auf uns aufmerksam gemacht. Bin stolz. Den da hätte ich. So. Miranda, wo bist du denn? Jetzt kommt's.
Da bist du. Wir müssen aus der direkten Lichteinstrahlung raus und einen anderen Weg finden. Das hat er echt nicht mitgekriegt. Barriere aktiv. Aber das hat er mitgekriegt. Also dieses Wegbrutzeln der Schilde ist echt unangenehm. Das müsste jetzt nicht unbedingt sein. Was haben wir hier? Damit lässt sich was anfangen. Also so Pistolenscheißdreck finden wir echt häufig. So. Echt kranke Scheiße. Kann das sein, dass ich gerade in der Sonne stehe? Nee. So. Diese Raketeneinschläge, die sind echt fies. So, aber der ist weg. Ich habe keine Ahnung, wo Miranda ist. Die hatte wohl keine Lust. Okay, ein bisschen Munition haben wir auf jeden Fall gefunden. Miranda? Ach, da bist du ja. Ey, sag mal, was ist denn das für ein abgefuckter Planet? Gehe Richtung Deckung! Schon unterwegs! Ihr Vollvögel. Haben wir hier hinten noch was? Das schaut nämlich so verlockend. Wow! So ein Sack! Ich habe die Schilde verloren. Also meine Notfallschilde sind jetzt nicht Premium. Die haben jetzt noch nicht so wirklich viel gebracht bisher. Genau da. Kommt ihr? Oder bleiben die jetzt dort? Ich glaube, die bleiben dort. Ich glaube, das muss ich jetzt tatsächlich wieder folgen. Aber ich habe keine Ahnung, wie das geht. Gruppen. QE. C. Aber sicher. Komm dir. Ja, komm dir. So. Auf irgendjemand haben die aber gefeuert. Was? Gut. Hier spricht Commander Shepard von der Normandy. Können wir irgendwie helfen? Stellen Sie Ihr Gerät auf Kanal 617 Vital. Wir waren in geheimer Mission unterwegs. Sehr riskant. Wir haben Zeug gefunden, was wir gesucht haben, wurden aber von den Geth entdeckt. Sie haben uns in die Enge getrieben. Wir können nicht zu unserem Schiff und wegen der Solarstrahlung auch keine Daten übermitteln. Was ist der Status Ihres Teams? Wie viele sind noch übrig? Was hat sie so tief ins Gebiet der Geth verschlagen? Da fragen Sie den falschen Shepard. Ich zähle nur und drücke an. Es hat was mit der Sonne zu tun. Sie altert irgendwie schneller, als sie sollte. Ein Energieproblem oder so. Eine Idee, wo die Geth herkamen? Eins ihrer Patrouillenschiffe hat uns entdeckt. Ihre Landungsschiffe ließen Geth auf uns runterregnen, bevor wir uns abseilen konnten. System steht unter Geth-Kontrolle. Wir wussten, dass sie regelmäßig die Planeten absuchen. Hatten gehofft, mit reduzierter Strahlung vor uns zu übersehen.
Müssen wir befürchten, dass die Geth Verstärkung schicken? Ich glaube nicht. Ihr Patrouillenschiff ist noch nicht wieder gestartet. Die Strahlung blockiert jede interplanetare Kommunikation. Wie ist die Lage bei Ihnen? Wir können in Kürze da sein. Gehen Sie es langsam und vorsichtig an. Direktes Sonnenlicht grillt Ihre Schilde. Sind auf der anderen Seite des Tals im Basislager. Achte Tali in ein Versteck. Ändert zurück und halte das Nadelöhr zu ihr. Tali sicher wegzubringen ist unsere wichtigste Aufgabe. Wenn Sie sie rausholen, halten wir den Feind von Ihnen fern. Können Sie bestätigen, dass die Geth Tali noch nicht erreicht haben? Bestätige. Habe meine Männer bei ihr gelassen. Wenn Sie hier sind, können Sie über Kommelier sprechen. Jeder Marine auf diesem Felsen hat geschworen, Tali zu beschützen. Solange noch einer von uns atmet, ist sie in Sicherheit. Position halten. Wir fallen dem Feind in den Rücken. Moment. Passen Sie auf Ihren Arsch auf. Da ist ein Landungsschiff im Anflug. Geil. Das lief ja gleich mal Premium. Ich habe das Gebiet gescannt und die Sprengladungen geortet, die der Quarianische Commander erwähnt hat. Legen Sie es auf mein Radar. Ist erledigt. Sie brauchen beide Ansammlungen von Ladungen, um den Schutt zu entfernen. Super. Richtig geil. So, meine Freunde, wir sind aber am Ende des Parts. Ich hoffe, ihr habt euren Spaß. Bewertet das Video, schreibt fleißig Kommentare. Und wie immer, abonniert meinen Kanal. Würde mich megamäßig freuen. Vielen Dank fürs Zugucken. Wir sehen uns im nächsten Part wieder. Bis dahin. Ciao.